Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute zeige ich euch meine Rosendüfte, die Parfums. Ich habe jetzt ein paar ausgesucht. Leute, ich habe die Hälfte meiner Kollektion besteht aus Düften, wo Rose mit drin spielt. Ich habe heute wirklich versucht, die rauszusuchen, wo ich definitiv prominent Rose rieche. Und die werde ich euch heute zeigen. Leute, wir haben eine Menge Flaschen hier stehen. Ich glaube, an die 15 habe ich euch rausgesucht. Über die werden wir heute sprechen. Also, wenn Rosendüfte euer Ding sind, dann bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt es euch, abonniert meinen Kanal. Mich würde sehr freuen, euch hier zu begrüßen. Und ansonsten, Leute, legen wir los mit dem ersten Duft. Und zwar ist das Narcissus Rodriguez Fleur Musk. Das ist ein blumig-pudriger Duft mit rosa Pfeffer, Rose, Pfingstrose, Moschus, Patchouli und Amber. Leute, ich finde den sexy, ich finde den blumig. Er hat den Narcissus Moschus. Wirklich Rose und Moschus im Gemisch. Das ist das, was ich am meisten wahrnehme. Ich finde den sehr sexy. Ich finde den dunkel. Ich finde, er hat auch was Verruchtes in sich. Ist gleichzeitig aber kuschelig, cremig. Hat auch was von frisch gewaschen, frisch geduscht. Alles in allem, Leute, ein toller Rosenduft. Die Haltbarkeit von ihm, so 6 bis 7 Stunden auf meiner Haut. Ich habe hier eine Generous Spray Edition, deswegen ist meine Flasche schwarz. Normalerweise ist die in so einem Pink-Rosa. Also lasst euch deswegen davon nicht täuschen. Es ist auf jeden Fall Fleur Musk. Leute, ein sehr, sehr schöner Rosenduft und alles in allem mit einer super Sillage. Ich finde den sehr sexy, schöner, schöner Duft. Den nächsten kennt ihr auch schon von mir und zwar ist es Chagaf Oud Aswad. Ich finde, keiner redet über ihn. Chagaf Oud kennt jeder. Chagaf Oud Aswad kennt nicht jeder. Es ist ein orientalisch würziger Duft mit Safran, Rose, Jasmin, Patchouli, Koriander, Oud, Amber, Vanille und Leder, Leute. Für mich ist es wirklich eine holzige Rose, eine sehr prominente Rose. Das ist hier nicht süß, so wie das Chagaf Oud. Das ist eher was Frischeres. Sehr, sehr schöne Rose hier drin, Leute. Wirklich ein ganz toller orientaler, warm, dunkel, aber nicht zu süß. Er ist sehr angenehm, absolut unisex-tauglich und alltagstauglich, Leute. Das ist ein Chagaf Oud für den Alltag. Der erschlägt keinen, der hält nicht 3 Tage auf der Haut. Er hält so an die 10 Stunden. Ich finde es eine Top-Haltbarkeit. Der hat eine super Sillage, aber er ist nicht so aufdringlich und hat eine wunderschöne Rose. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, probiert den aus. Für mich, für Männlein und Weiblein gleichermaßen tragbar. Wundervoller Duft. Ich liebe den. Chagaf Oud Aswad. Den nächsten kennt ihr auch schon sehr gut aus meiner Kollektion. Juliet Has a Gun Lady Vengeance. Für mich der schönste Rosen-Patchouli-Mischmasch. Ja, ist für mich einfach so. Ist ein blumig-würziger Duft mit Bergamotte, Lavendel, Rose, Patchouli, Isoe Super, Ambroxan, Vanille und Moschus. Und Leute, er hat zwar Lavendel drin und ich glaube, Lavendel ist nicht so meine Duftnote, aber den rieche ich hier überhaupt nicht. Ich finde den wahnsinnig sexy, sehr elegant, verrucht, dunkel. Der ist überhaupt nicht laut, der ist eher so intim sexy, weiblich und das ist eher ein Hautduft. Es ist kein Raumfüller, es ist kein Biest, nichts von alledem, aber wahnsinnig tolle Rose mit Patchouli, mit einem sehr, sehr sexy Unterton. Francis Kurdijan ist einer der Nasen hinter diesem Duft und man riecht das, Leute, ich finde den wahnsinnig gut. Lady Vengeance von Juliet Has a Gun. Den nächsten kennt wahrscheinlich jeder von euch und zwar ist es Montal Roses Musk. Ja, was wäre eine Rosenhall ohne Roses Musk? Leute, ihr kennt ihn alle, blumig süß mit Rose, Jasmin, Amber und Moschus. Das ist eine romantische Rose für mich mit Moschus zusammen. Der ist sexy, das ist ein Komplimentenmagnet. Alle lieben den. Er hat einen leicht synthetischen Unterton wie alle Montal-Düfte für mich. Es ist eine herbe Rose, es ist eine aufdringliche Rose. Das ist nicht zurückhaltendes, Leute. Damit füllt ihr einen Raum. Das ist ein Biest, er hält den ganzen Tag auf meiner Haut. Aber er ist fröhlich, er ist happy, er ist immer da, er geht immer, er ist nicht zu süß, zu keinem Zeitpunkt, absolut unisex-tauglich. Einfach nur ein toller Duft, mehr ist dazu nicht zu sagen. Roses Musk von Montal. Der nächste ist eigentlich für mich keine richtig prominente Rose. Ich wollte ihn trotzdem hier mit reinnehmen. Es ist Chanel Coco Mademoiselle.
Ich habe schon oft erwähnt, Leute, es wird nie mein liebster Duft sein. Ich habe ihn immer in meiner Kollektion. Mein Mann zum Beispiel liebt den wahnsinnig. Er findet es einen sehr weiblich-femininen, eleganten Duft, was er auch ist. Ich persönlich rieche mich mit dem nicht immer gerne. Manchmal ist er mir irgendwie altbacken. Ich weiß, Tausende werden mich jetzt dafür anfeinden, aber es ist meine Empfindung. Irgendwas in ihm stört mich und ich kann euch nicht sagen, was. Es ist ein blumig-süßer Duft mit Bergamotte, Mandarine, Orange, Orangenblüte, Jasmin, Rose, Ylang-Ylang, Patchouli, Tonkabohne, Vanille und Moschus. Er ist edel, er ist elegant, er ist alltagtauglich. Absoluter Signature-Scent, Leute. Sehr, sehr weiblich, leicht pudrig, wahnsinnig feminin und all das zusammen. Ein Klassiker. Das ist ein absolut klassischer Duft. Und trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Die Rose ist für mich ein bisschen altbacken. Vielleicht auch ein Hauch Vintage, ja, einen Hauch. Er ist aber ein toller Duft. Er hat eine wahnsinnig gute Haltbarkeit, eine sehr schöne Sillage und das muss man ihm einfach zugestehen. Es ist jetzt nicht hundertprozentig meins, aber ich liebe das auch, wenn andere den tragen und rieche den wahnsinnig gerne an anderen. Aber irgendwie an mir selber eben nicht so gerne. Trotzdem ein toller Duft, Coco Mademoiselle von Chanel. Der nächste, Leute, eine kleine Sache, die Delinas. Ihr wisst, ich habe sie alle drei und alle drei gehören sie heute hier rein. Ich werde sie kurz erwähnen, weil sie einfach hier mit rein müssen. Alle drei, ich konnte mich nicht für einen entscheiden. Wir starten mit der normalen Delina von Parfum de Mali. Es ist ein blumig, fruchtiger Litchi, Rhabarber, Rose, Maiglöckchen, Pfingstrose, Vanille, Moschus, hölzerne Noten und Weihrauch gemischt. Leute, das ist spritzig, fruchtig, weiblich, laut, der schreit, der ist penetrant, trotzdem sexy, verspielt, weiblich. Ich rieche auch immer so ein bisschen was von so einem fruchtigen Sekt oder Schaumwein, ja, mit diesem Litchi Rhabarber. Irgendwie was Fruchtiges in Richtung Schaumwein, weil er so spritzig ist. Er gibt einem so das Gefühl von Spritzigkeit. Es ist sehr weiblich, Leute, sehr sexy. Aber manchmal strengt die normale Delina mich an. Ich will es hier nur erwähnt haben, es ist einfach so. Es ist so eine Hassliebe mit ihr. Manchmal habe ich wirklich Lust auf sie, aber ich muss wirklich Lust auf sie haben. Ansonsten kann ich sie nicht benutzen. Im Großen und Ganzen, sie wird immer in meiner Kollektion bleiben. Ich finde, es ist ein Meisterwerk. Es ist was Einzigartiges, was noch nie da gewesen ist in dieser Art und Weise, wie sie eben nun mal riecht. Ich glaube, das wissen auch die meisten an ihr zu schätzen. Aber wie gesagt, Haltbarkeit und Sillage bombastisch. Keine Frage, ganz toller Rosenduft, Leute. Obwohl für mich hier natürlich Litchi Rhabarber absolut die obere Hand hat in dem Duft. Aber die Rose kommt natürlich immer wieder durch und es ist ein Rosenduft mit einem Rosenduft. Deswegen ist sie heute mit dabei, Delina von Parfum de Mali. Und ganz kurz, direkt danach möchte ich erwähnt haben, die neue in meiner Kollektion, die Delina La Rosée. Leute, ich habe über sie schon reviewed. Ich habe alles dazu gesagt, was man sagen kann. Von der Haltbarkeit und der Sillage hängt sie der normalen Delina in nichts hinterher, finde ich. Sie ist halt die Sommervariante. Sie ist wirklich ein bisschen leichter, verwässerter. Trotzdem die Haltbarkeit und die Sillage sind genau die gleichen. Aber dieses Gefühl ist luftig, sommerlich, frisch, frisch, frisch. Und ihr seht wirklich diese mit Wasser beträufelte Rose. Das ist, was ich kriege. Wahnsinnig toller Duft. Ich erwähne ihn hier. Es ist ein wahnsinnig toller Rosensommerduft. Und ich bin Fan von der La Rosée. Jetzt, wo es wärmer wird, greife ich immer öfter zu ihr. Wahnsinnig, wahnsinnig toller Duft, Leute. Delina La Rosée. Der nächste ist von Tiziana Terenzi, Leute, und es ist Delox. Und Delox ist ein blumig, süßer Kaffee-Iris, Rose, Vanille, Moschus, Amber, holzige Noten und Honigduft. Das ist ein Milchkaffee mit Rose. Im Kaffee ist ein bisschen Honig und auf dem Tablett habt ihr Rosenblätter liegen. Wenn ihr dieses Bild vor euch habt, ist das, was ihr mit diesem Duft kriegt. Er ist wirklich sexy, er hat sehr viel Vanille, er ist süß, aber zu keinem Zeitpunkt pappsüß. Absoluter Unisex-Duft, Leute, das ist ein Crowdpleaser, der nervt keinen, der stört keinen. Der ist cremig, der ist elegant, der ist edel, der hat eine sehr edle Note. Das ist kein Kaffee, der euch ins Gesicht springt. Keine Kaffeebohne, sondern wirklich ein Milchkaffee, ein Latte Macchiato, gesüßt mit Honig, diese Rose dazu,
Ein Wahnsinnsduft. Leute, ich finde, von den Kaffeedüften, die ich so in meiner Kollektion habe, ist er definitiv der beste. Er hält 8 bis 10 Stunden auf meiner Haut, hat eine wunderschöne Sillage und den mag eigentlich jeder. Deluxe von Tiziana Terenzi. Der nächste kommt aus dem Hause Dior und es ist Miss Dior Rose and Roses. Auch den habe ich euch vorgestellt, Leute. Das ist ein blumig, süßer. Nichts Groundbreaking, nichts Neues, was ich noch nie gerochen habe. Aber Leute, ich mag den sehr, sehr gerne. Es ist Rose, Mandarine, Bergamotte, Rosengeranie und Moschus. Der ist sanft, der ist cremig. Die Rose ist wirklich sehr sanft und cremig, wobei ich die Rosengeranie hier noch mehr wahrnehme als die Rose, muss man sagen. Er ist leicht zitrisch und sehr moschuslastig. Also hier muss man Rose, Moschus und Rosengeranie mögen, um den zu schätzen. Er ist leicht seifig, würde ich sogar sagen. Er hat einen seifigen Unterton, hat auch ein bisschen was von frisch geduscht, frisch gewaschen, absoluter Frühling-Sommerduft, Leute. Und ich finde, er ist es wert. Die Haltbarkeit ist nicht so bombastisch. Ich würde sagen 4 Stunden. Da muss ich ihn nachsprühen. Es ist auch ein Eau de Toilette. Es macht mir aber nichts aus. Leute, der ist wahnsinnig schön. Der ist feminin, der ist elegant, der ist bürotauglich. Der ist auch, wenn ihr in Krankenhäusern arbeitet, mit Patienten zu tun habt, wirklich Leute, die vielleicht Düfte nicht so gut ertragen können, den könnt ihr nehmen. Den nervt keiner, der ist nicht in your face, der ist sehr zurückhaltend und ich finde Frühling, Sommer. Topduft. Auch am Strand könnte ich mir den vorstellen, ja, bei heißen Temperaturen. Ich mag den sehr gerne. Rose and Roses Miss Dior. Der nächste kommt aus dem Hause Montal, wie auch sonst, wie kann er fehlen? Intense Café von Montal. Leute, ich habe tausendmal über ihn berichtet. Er ist süß-gourmandig mit blumigen Noten Kaffee, Rose, Vanille, Moschus und Amber. Das ist wirklich im Opening eine frisch geöffnete Kaffeebohnentüte, wenn ihr eure Nase da reinhaltet und zusätzlich eben diese Rose mit Vanille und Moschus und ein bisschen floralen Noten. Der Kaffee verfliegt hier sehr schnell, was zum Beispiel bei Deluxe von Tiziana Terenzi überhaupt nicht der Fall ist. Da ist der Kaffee bis zum Ende. Hier ist er wirklich nach einer Stunde für mich nicht mehr wahrnehmbar. Und es bleibt wirklich ein Rose-Vanille-Moschus-Gemisch, aber in der edelsten Form, Leute. Der ist sexy, der ist verrucht, der ist lieblich, sehr intensiv. Es ist eine Dirty-Rose, also wirklich so eine verruchte Rose, finde ich. Ich finde den wahnsinnig sexy. Es ist der Duft mit den meisten Komplimenten aus meiner kompletten Kollektion, Leute. Jeder, der ihn bei mir probiert hat, hat ihn nachgekauft. Wirklich jeder. Das ist ein absoluter Crowd-Pleaser, Immergeher für alle. Die lieben den einfach. Es ist so. Und wenn ich ihn trage, kriege ich Komplimente. Wahnsinnig toller Duft. Viel mehr sage ich dazu nicht, Leute. Ihr kennt ihn alle. Intense Café von Montal. Haltbarkeit den ganzen Tag. Auf jeden Fall Monster Sillage. Der füllt wirklich einen Raum. Der nächste kommt aus dem Hause Louis Vuitton, Leute. Und es ist Le Sable Rose. Le Sable Rose ist blumig, würzig mit Rose, Oud, Amber, schwarzem Pfeffer und Safran. Leute, das ist einer der schönsten Rose-Oud-Gemische, die ich je gerochen habe. Wenn ihr Rose und Oud liebt und das euers ist, ihr müsst den probieren. Der ist jeden Cent wert. Der ist sexy. Der ist dunkel. Es ist so eine samtige Rose. Und der Safran und das Oud geben ihm so diese Ummantelung und machen ihn zu einem wunderschönen Orientaler. Der ist intensiv, der ist absolut unisex-tauglich, Leute, für Männer und Frauen gleichermaßen zu tragen. Der lehnt zu keiner Seite. Die Haltbarkeit ist über Tage. Über Tage, den kriegt ihr nicht mehr runter. Deswegen ist er jeden Cent wert, wenn ihr den Duft mögt. Also für mich Herbst, Winter, einer. Den kann ich mir gar nicht mehr wegdenken. Einer meiner Top-Favoriten, wahnsinnig schön, Le Sable Rose von Louis Vuitton. Übrigens finde ich den total underrated, Leute. Keiner spricht über ihn und es ist wirklich ein Meisterwerk. Das tut mir echt weh, dass keiner über ihn spricht. Der nächste, auch einer meiner Top-Favoriten, Leute, Flora Botanica von Balenciaga. Der ist blumig frisch mit Rose, Minze, Hanf, Vetiver und Amber. Der ist frisch, fröhlich. Das ist eine minzige Rose, cremig. Es ist ein Clean-Duft. Ihr habt auch was von frisch geduscht. Wirklich.
Er ist grün auf seine Art und Weise. Er ist manchmal penetrant und doch zurückhaltend. Ich weiß nicht, ich finde, er ärgert keinen. Das ist nichts, von dem man Kopfschmerzen bekommt oder sonst was. Er hat aber eine megamäßige Sillage und eine Top-Top-Haltbarkeit, Leute. Der hält an mir den ganzen Tag. Ich habe da keine Probleme mit. Für den Sommer, für den Frühling liebe ich den. Übrigens, probiert den mal an Tagen, wenn es regnet. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber wenn es draußen regnet, entwickelt er sich, Leute, zu einem Meisterwerk, finde ich. Schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare, ob den irgendjemand auch schon mal bei regnerischem Wetter getragen hat und ihm das aufgefallen ist, dass der da besonders aufblüht. Meine Erfahrung, mich würde es wahnsinnig interessieren. Alles in allem, Leute, ein mega, mega Rosenduft. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich liebe den. Übrigens auch für mich ein Unisex-Duft kann ein Mann auch super tragen. Der nächste, Leute, ist der schönste Rosenduft, den ich je probiert habe. Ich habe bisher keinen besseren Rosenduft gerochen als den. Es ist Essential Perfumes Rose Magnetic. Leute, das ist wirklich ein riesengroßer roter Blumenstrauß mit Wassertropfen auf den Blüten. Das ist das, was ihr riecht. Einfach nur das. Wenn ihr richtig frische Rosen, diesen Geruch, wenn die richtig riechen, wenn ihr den mögt, ihr müsst den ausprobieren. Der ist, niemand spricht über den. Und der hat mich umgehauen. Ich habe die Probe gehabt und habe den sofort bestellt. Der ist blumig süß mit Rose, Litschi, Moschus, Vanille und Tonkabohne. Das ist wirklich eine frisch gepflückte Rose, ein großer Blumenstrauß. Voller roter Rosen. Er hat einen leicht holzigen Unterton im Dry Down, aber trotzdem diese frische, wirklich nasse Rose kriegt ihr bis zum Schluss. Wahnsinnige Haltbarkeit, Leute. Der hält bis zu 10 Stunden, 8 bis 10 Stunden auf jeden Fall. Hat eine richtig große Sillage. Der strahlt ohne Ende. Er hat einen leicht synthetischen Unterton, aber es riecht wirklich wie ein frisch gepflückter Blumenstrauß mit roten Rosen. Rose Magnetic von Essential Perfumes. Und der vorletzte, Leute, wäre Oud Bouquet von Maison Lancôme. Ja, ein süßer Orientaler. Ich glaube, jeder kennt ihn. Es ist, glaube ich, das größte Meisterwerk, was je gemacht wurde in der Parfumwelt. Mit Safran, Rose, Oud, Vanille und Praline. Leute, der ist dunkel, der ist orientalisch. Rose und Oud in der schönsten Form, ummantelt von einer süßen Praline. Es kommt mir auch so eine dunkle Lindschokolade so in den Sinn, wenn ich den so rieche. Der ist warm, der ist ummantelnd, der ist sexy, elegant, alles in allem. Ich liebe ihn, er ist ein Meisterwerk, der hält den ganzen Tag, 24 Stunden und drüber. Unisex tauglich, Leute, auch Männer können den super tragen und ich finde, er ist einfach nur ein Meisterwerk. Viel mehr ist zu ihm nicht zu sagen. Einer der schönsten Safran-Rose-Oud-Mischungen, die ich gerochen habe. Und diese Praline da drin macht einfach nur süchtig, finde ich. Und der letzte, aber definitiv nicht der letzte in der Rangliste, ist die Delina Exklusiv. Leute, natürlich musste sie hier auch mit rein. Es ist ein süß-blumiger Bergamotte, Birne, Litschi, Weihrauch, Amber, Oud, Vanille und Moschus. Ach Gott, das ist opulent, aber trotzdem pudrig, sehr sexy, sehr verrucht. Es ist die verruchte Schwester für mich von dem normalen Delina. Er hat auch einen Vintage-Hauch, finde ich. Aber es ist eine tolle, sexy Rose, die auf jeden Fall mitschwingt in einer pudrigen Art und Weise. Der Weihrauch ist hier für mich auch sehr präsent. Er hat was Mystisches, wunderschöner Duft, mega Sillage, mega Haltbarkeit. Einer der schönsten Rosendüfte für mich. Ich liebe die Delina Exklusiv. Das ist keine Hassliebe, das ist wirklich innige Liebe. Die Delina Exklusiv ist für mich einer der Top-Top-Düfte heute überhaupt. Delina Exklusiv von Parfum de Mali. Leute, das waren sie, meine Rosendüfte, die ich euch für euch ausgesucht habe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welcher Rosenduft ist euer Liebling? Vielleicht einen, den ich euch heute gezeigt habe oder noch einen ganz anderen. Ich lese alles gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.